Hallo, mein Name ist Mario Sievert. Wir sind mitten in einer kleinen Videoserie über das Grundbuch und die Eintragungen im Grundbuch. Hier geht es um das Grundbuch selber und zwar um die Einsicht. Wer darf Einsicht in das Grundbuch nehmen? Und die Formulierung, die das ausdrückt, wer Einsicht nehmen darf, lautet: Das Grundbuch ist bedingt öffentlich. Bedingt öffentlich. Und jetzt ist die Frage, worin liegt die Bedingung? Es ist also nicht für jeden öffentlich, nicht für jeden zugänglich, anders als das Handelsregister, das für jeden zugänglich ist. Worin liegt die Bedingung? Nun, die Bedingung liegt darin, dass man ein berechtigtes Interesse braucht. Also merken Sie sich bitte, das Handelsregister ist für jeden öffentlich, das Grundbuch für den, der ein berechtigtes Interesse hat. Wer könnte ein berechtigtes Interesse haben? Selbstverständlich ein Makler. Natürlich der Eigentümer selber oder auch ein Kaufinteressent. Und bei einem Kaufinteressent ist es sinnvoll, eine schriftliche Vollmacht des Eigentümers. Der Kaufinteressent sollte vorlegen eine schriftliche Vollmacht des Eigentümers. Das sollte er beim Grundbuchamt vorlegen. Wir haben uns in einem anderen Video darüber unterhalten, wo das Grundbuch zu finden ist. Also beim Grundbuchamt vorlegen, damit er Einsicht nehmen darf. Oder aber der Makler hat einen Grundbuchauszug besorgt. Das ist eigentlich eher so das Vorgehen. Aber wenn kein Makler da ist, dann kann das der Kaufinteressent mit schriftlicher Vollmacht machen. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann gehen Sie jetzt zu www.spaßlerndenk-shop.de. Videocoachings warten auf Sie, Hörbücher, digitale Lernkartensysteme. Sehr, sehr umfangreicher Shop. Sie finden bestimmt für sich das Richtige und der Tag, an dem Sie das finden, wird die Art, wie Sie lernen, positiv verändern. Alles Gute, Marius Ebert.